Der Einser will's wissen. Neues Outfit, neuer Motor, damit will er punkten. Doch die Konkurrenz ist hart. Fünf Kompakte im Vergleich. Volkswagen, Ford, BMW, Opel und Renault. Allesamt Turbo aufgeladen, allesamt in der Kompaktklasse zu Hause. Der neue hier, der 118i, der bläst zum Angriff in diesem Feld. Es sind die üblichen Verdächtigen, denen sich der Münchner stellt. Keine leichte Aufgabe, oder doch? Fangen wir an mit dem Ford Focus. Er versucht es allen recht zu machen. Vielleicht erklärt das auch die Karosserieform. Sie erscheint wenig prägnant, mit den bekannten Ecken und Kanten. Die Rundumsicht könnte etwas besser sein. Innen kommt es einem fast etwas koreanisch vor. Die Handbremse wird im angezogenen Zustand zur Skulptur im Innenraum. Der Startknopf versteckt sich hinter dem üppigen Lenkrad. Der Kofferraum bietet 363 Liter, wenn die Sitzbank umgeklappt ist, 1148. Die Vorderräder werden von einem 1,6 Liter Triebwerk angetrieben. 182 PS legen energisch und homogen los. Der Ford Focus, seit Jahren ein treuer Begleiter im Feld der Kompakten. Auch dieser hier, der Ford Focus 3, ist durchaus ein ordentliches Auto. Wenn man ein bisschen böse sein will, kann man sagen, ein Allerweltsauto. Vielleicht haben gerade deshalb die Designer im Innenraum gedacht, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Und ein bisschen zu viel gewollt für meinen Geschmack. Das erinnert mich doch hier so ein bisschen an eine Spielekonsole. Aber vielleicht gewöhnt man sich ja auch dran. Gewöhnen muss man sich auch an das spät reagierende ESP. Aber wenn es kommt, dann heftig. Der Ford Focus punktet mit seinem günstigen Preis. In der 1,6 Liter EcoBoost Titanium-Version gibt es viel Ausstattung, Sicherheit und 182 PS für 25.200 Euro. Der Klassenprimus, Form und Aussehen des Golf sind hinlänglich bekannt. Der Innenraum ist vorbildlich verarbeitet. Was kann da stören? Nicht wirklich viel. Das Navi könnte etwas fixer reagieren. Helle Polster, wem's gefällt, nur dann bitte auch ans Saubermachen denken. Hinten große Klappe, viel dahinter. 350 Liter, zwar rund 10 Liter kleiner als die Konkurrenz, aber am besten zu beladen. Mit umgeklappten Bänken schluckt der Golf 1400 Liter. Vorn verrichtet ein 1,4 Liter TSI leise seine Arbeit. Der Golf, ständiger Dauersieger, Testsieger. Manche sagen, es ist echt langweilig, wenn der Golf gegen andere Autos antritt, aber es ist eben so, der Golf ist insgesamt ein gutes Auto. Bei diesem hier, dem 1,4 TSI, haben sich 160 PS durchaus schon mal dynamischer angefühlt. Aber Fahrwerk, Sicherheitssysteme, alles top. Insgesamt ein wirklich gutes Auto. Man mag ihn eben oder eben nicht, den Golf. Der Golf 1,4 TSI in der Highline-Ausstattung braucht 8,2 Liter im Test, etwas viel. Für 26.060 Euro gibt's den Volkswagen. Der Opel Astra, zumindest was die Verkaufszahlen in der Kompaktklasse angeht, landet er schon mal auf dem zweiten Platz. Die Rüsselsheimer gehen mit dem Astra 1,6 Turbo Innovation ins Rennen. Innen feines Leder, bequeme Sitze. Allerdings stört vorn und hinten der enge Einstieg. Und die Bedienung sollte etwas intuitiver sein, auch für Menschen, die nicht jeden Tag Opel fahren. Kurzer Kofferraumcheck, 370 Liter. Maximal schluckt der Opel 1235. Vorn sind 180 PS verbaut, die den 1,5 Tonnen schweren Astra mühsam voranziehen. Punkte verliert er auch in puncto Fahrdynamik. Massive Untersteuertendenz bei feuchter Straße. Der Opel Astra, mit ihm will Opel Boden gut machen. Ob ihm das gelingt, wir werden sehen. Für mich etwas gewöhnungsbedürftig ist diese kleine Scheibe hier vorne an der A-Säule. 180 PS hat er, von denen merkt man nicht so richtig viel. Dauert ein bisschen, bis da was kommt. Opel Astra, der ewige Zweite. Ich bin gespannt, wie er in diesem Vergleichstest abschneidet. Die Federung überzeugt mit Komfort, wenn das adaptive Dämpfersystem im Tourmodus arbeitet. Der Astra mit 180 PS verbraucht im Schnitt 7,9 Liter Super und kostet in der Testversion 26.810 Euro. Der Herausforderer. Größer, geräumiger, komfortabler und sparsamer will er sein, der neue Einser. Unser Testwagen, der 118i in der Sportausstattung. Der Innenraum, leicht zu bedienende Elemente. Das freistehende Navi sorgt für Freiraum. Auch der Fahrerlebnisschalter neben dem Schalthebel ist verbaut. Die Sitze bequem, das Material allerdings erinnert an einen Neoprenanzug. Im Fond gibt's etwas mehr Platz als im Vorgänger.
der Kofferraum fast 360 Liter, maximal 1200. Die dreigeteilte Sitzbank gibt es optional. Neues gibt's am anderen Ende, der 1,6 Liter Turbomotor. Ein Aggregat aus der PSA-Gruppe, das auch leicht abgewandelt im Peugeot 3008 THP seinen Dienst tut. Möchte das ein BMW-Fahrer? Natürlich wird das Heck angetrieben. Der Motor ist drehmomentwuchtig, aber ohne Klang. Der neue 1er BMW. Er ist ein bisschen größer geworden, ein bisschen sportlicher, dynamischer. Das erwartet man auch von neuen Autos. Was aber wirklich neu ist, ist der Motor vorne drin. Und zwar ist das kein Saugmotor mehr, sondern ein 1,6 Liter Turbomotor. Und der, muss ich ganz ehrlich sagen, hält nicht so ganz das, was er verspricht. Ich bin gespannt, wie er sich gegen Golf und Co. schlagen wird. Der 1er macht immer noch Spaß, das Händing spitze. Aber mit 30.600 Euro ist er der teuerste im Feld. Dafür gibt's den Sprint von 0 auf 100 in 7,6 Sekunden, 170 PS und einen Testverbrauch von 7,9 Litern. Er ist der Charakterdarsteller im Feld, der Renault Megane. Anders eben, schon seine Karosse verrät, ich bin sportlich. Das GT am Heck des TCE 180 unterstreicht diese Ambitionen. 12 mm tiefer. Im Innenraum straffe, enge Sportsitze, die den Kontakt zur Fahrbahn halten. Das Cockpit. Die Schalter sind wirr verteilt und die Bedienung des Navis samt Radio chaotisch. Sonst ist alles ordentlich verarbeitet. Hinten passen 405 Liter rein, die größte Klappe im Feld. Umgeklappt 1162 Liter. Doch viel wichtiger ist das, was vorn passiert. 2 Liter Turbo, 180 PS. Das kernige 2-Liter-Aggregat macht mächtig Spaß. Doch sind das eher einseitige Talente. Der Renault Megane ist mit Sicherheit der Exot in unserem Vergleichsfeld. Knackiges Fahrwerk, rassiger Motor, gefällt mir persönlich richtig gut. Alles andere als ein niederer Allrounder. Und mit diesen Eigenschaften wird er mit Sicherheit einige Fans gewinnen. Das werden die sein, die keine Lust auf Kompromisse und übermäßigen Komfort haben. Der Preis für den Megane 24.650 Euro, der günstigste im Testfeld. Allerdings gönnt sich der agile Franzose auch 9 Liter, das ist zu viel. Jetzt muss gerechnet werden, wer gewinnt den Vergleichstest in der Kompaktklasse. Harte Fakten und Messergebnisse zählen, keine Gefühle, keine Emotionen, das Ergebnis steht fest. Die Punkte sind ausgezählt und in diesem Vergleichstest gewinnt, welche Überraschung, der VW Golf. Die viel, viel größere Überraschung ist allerdings, dass der Ford Focus auf Platz 2 landet. Auf Platz 3 der 1er BMW. Liegt daran, dass sein Motor nicht ganz überzeugen konnte. Auf Platz 4 der Opel Astra, er schafft es nicht aufs Podest. Und auf Platz 5 der Renault Megane. Er ist eben ein Extremsportler unter den vier anderen Kompakten.